Bei uns habe ich bisher aber nachts noch nie eins gesehen. Waren selten nachts draußen, richtig. Naja, gut, obwohl, am Anfang haben wir auch die Nächte in der Hütte geschlafen, das stimmt schon. WB Teddy! Was habe ich gehört? Hölle im Wildschwein, Fellbikini? Was? Nein. Hasenbikini. Der ist ein bisschen knapper. Hallo, Herr Eingeborener. Guten Tag. Ja, knurr mich nicht an, ja? Jetzt sei mal nicht so. Kann nichts dafür, dass ich zufällig deinen Weg kreuze. Wenn du auch einfach mitten in der Walachei so rumstehst. Hier ist noch mal eine Höhle. Ja, ich wusste doch, dass hier noch was ist. Okay. Ich bin bald da. Aua, lass das, Freundchen. Hier ist noch nichts markiert, auch, oder? Nee. Oh, ich hab Fledermäuse gehört. Nee, ist nicht. Na, Fleischmann? Tatsächlich nicht. Komm hinter euch. Oh. Jetzt reiß mal die Gosche nicht so oft so. Neuer Eintrag auf der To-Do-Liste. Da kommen noch zwei Freunde. Drei. Ach, drei. Na dann. Gibt schöne Knochen. Na, Freundchen. Aua. Chill erstmal eine Runde. Naja, wehe, kommst du. Aua! Ich hab gehört, ihr möchtet Skorpione essen? Nein! Ih! Höllchen! Oh. Nee, ich hab mir gerade Medizin eingeschmissen, der kleine Spacken. Ich sehe gerade meinen Chat nicht. Entschuldigung, meine Katze sitzt davor. Danke. Hat sich ja gelohnt, die Medizin einzuschmeißen, der blöde Fatzkopf. Hast du keinen Stoff mehr? Doch, also es ist wirklich wunderbar, ich kann gerade nicht dazu kommen. Gelb, grün, lila, rot hat man, blau hat man, dann ist es jetzt weiß. Das waren noch vier, oder nicht? Ah? Vier Eingeborene. Einer ist weggerannt, glaube ich. Ah, okay. Nee, den hab ich hier. Ah. Achso. Und da an der Wand schillt noch einer. Höllchen, guck mal hier oben. Ah. Der chillt hier. Ah ja? Mhm. Warum nicht? Nee? Jetzt ist ihm warm. Ja, Chris, ist mir klar. Der wollte sich mal ausruhen. Der soll ja auch nicht viel verdecken, Teddy. Das ist es ja. Deswegen sage ich ja auch nicht Wildschwein. Warum möchte niemand mein Sternzeichen essen? Warum sollten wir jetzt Skorpione essen? Weil Wildschwein viel zu viel bedeckt. Skorpione? Sollen ganz okay sein. Scheiß mir nicht auf die Handvogel, sag ich dir. Ich weiß, dass wir hier noch nicht drin gewesen sein sollen. Katze, Katze. Hallo, Nile zockt. Na, Bent. Moin. Wir wollen Katze sehen. Ja, Katze sehen geht aber nicht. Die sitzt hier halt bei mir auf dem Schreibtisch. Aber da komme ich mit meiner Cam nicht hin. So, erstmal. Hier liegt noch ein Knochen. Will ihn noch jemand einstecken? Hallo. Warte, geht da los? Soll ja nicht verkommen. Richtig. Hast du? Gut. Jo. Na dann. Können wir rein. Und Max in der Safe da drin? Gehört zu der Wasserhöhle. Also okay. Zu der Submarine, wo wir gerade eben das Atemgerät gefunden haben. Ah, okay. Ah, da unten. Immer noch nicht die Wetthöhle. Wir müssen irgendwie noch mal zur Wetthöhle zurück.
Dann habe ich hat ja hier, dann habe ich ja ordentlich zu schnibbeln. Ja, hab hier, als ich hier reingeguckt hatte, in den Höhlenspalt irgendwie Ausgang zum Loch gesehen. Ja, ja, ich auch. Okay, ich dachte schon. Diesmal habe ich sogar Fleisch und Fisch mit. Hab's mich verguckt, Gott. Hier ist schon mal ein Lagerfeuer. Hallo, Hol. Hallo, Hol, bin ich voll. Das ist das Ding, wo wir gerade schon drin waren. Geld. Stimmt. Du hast recht. Hier ist wieder der... der Bruchpilot. Okay. Also hier waren wir schon. Und hier fahren wir gerade, ne? Hier geht's da hoch. Auch nicht weiter. Ja, und oben brauchen wir nicht hoch. Von oben sind wir beim letzten Mal gekommen, als wir hier rein sind. Hier ging jetzt auch nicht weiter. Spielzeugteil, tralala. Hier ist Ende im Gelände. Ja, den ist ja nicht mehr. Halt nochmal der ganze Geld ein, ne? Geld ist nie verkehrt. Oh, und den Stoff nehme ich auch nochmal mit. Muss man anatomisch mal drüber nachdenken. Ich habe hier, als ich nicht bald geschaut habe, den Ausgang zum Loch gesehen. Okay, das wäre auch wieder so ein Quote. Alles klar, merken wir uns. Ein Xenon und zwei Teddy. Hi, Bo, Abend. Moin. Müssen wir vielleicht zwischendurch mal machen, sonst müssen wir manuell das Spiel wieder hinzufügen. Das ist auch doof. Später. Wo Spieleende denn? Noch kurz. Ah, denkt euch durch. Oh, Alter, diese Fledermäuse. Okay, wir könnten ja noch mal oberirdisch zu der nassen Höhle gehen. Ja. Kleinen Moment. Was waren das Colas für Hölle wie für den Koks ein Gin Linie, oder? Was? Was? Ich gehe gerade von Teddy die Nachrichten durch. So, meine Güte, die Höhle ist ja arschtief. Teddy, welche zwei Sachen waren das? Die waren relativ am Anfang, glaube ich, wenn mich nicht alles irrt. Gesundheit, Cookie. Ach, dann nimm den Fuß aus mir raus. Ja, das stimmt, war eins davon. Und wo zur Hölle war denn das mit dem riesigen Loch? Ja, genau. Das kann hinkommen. Ja, Hölle, du kannst ja dann mal, was ich gerade auf Xenon getippt habe, immer noch im Nachhinein, ne? Ja, ich passe dann den Text nochmal an bei Xenon seinem, genau, den er geschrieben hat. Dass ich das war und nicht er und, mach den Satz noch mal richtig. Warte mal. Ich glaube, die Teddy geschrieben hat, da waren auch beide von dir, oder? Ja. Ich glaube, das ist eine geschwärzte Klammer geworden. Ach, dammit. Ja, kein Problem. Ich passe das nachher an. Nur, dass wir den Text haben, dann schon mal. Das ist ja...
So, hola. Hola. Freddy, was Spezielles? Jein. Also, ich meine, bei mir gibt es halt die Quotes. Du kannst sie auch abrufen. Es wird auch alle halbe Stunde ein Quote aus der Liste gepostet. Man kann sie aber auch mit Nummern abrufen. Ausrufezeichen, Quote, Leerzeichen und dann einfach eine Nummer, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und dann kommen halt die Dinger, die so unter anderem ich oder halt meine Mitspieler rausgehauen haben während der Zeit. Halt witzige Sachen. Nee, das Freddy ist nicht der Nightbot, sondern der Ankbot. Genau. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile als Standardbefehl in vielen Bots gibt oder so. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Bot, der hat sowas auch, aber da weiß ich nicht, ob man die per dem Befehl so einstellen kann oder nicht. Hm. Ehemals Ankbot, mittlerweile ja Streamlabs-Bot. Ja. Hm. Im Herzen bleibt es der Ankbot. Ich hab den auch so kennengelernt. Ich konnte mal die ganze Dokumentation auswendig. Ich auswendig, wie das Ding funktioniert hat. Ja, aber wenn man es dann halt nicht so oft benutzt, vergisst man es auch wieder. Ja. Bitte, bitte, Freddy, bitte, bitte. Toll machst du das, Cookie. Ganz, ganz toll machst du das. Ja, eine feine Miezekatze bist du. Eine feine Miezekatze bist du. Habe ein Reh gehört. Oder was anderes. Weiß das schon. Ein Eichhörnchen. Ja, vielleicht auch ein Waschbär. Weiß nicht, man weiß es nicht, man munkelt nur. Ich glaube, Maxin hat sie drin. Wo zur Hölle war denn das mit dem riesigen Loch? Und nimm den Fuß aus mir raus. Nee, alles gut, Teddy. Alles da. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, welche die Wasserhöhle war ich. Ja, hier. Dazu müssen wir noch weiter Richtung Osten. Hier ist auf der anderen Seite vom Loch irgendwo. Trotzdem kurz nach Norden noch ein Stück gehen, dass ich für die Karte was habe. Ja, ja, sowieso, weil sonst würden wir, wenn wir jetzt Richtung Osten gehen, ins Loch reinfallen. Ja. Das wäre dann der absolute Reinfall. Schon gut was erkundet. Ja. Aber tatsächlich ist die Karte kleiner, als es immer so vom Gefühl her ist, finde ich. Das stimmt, ja. Wenn man jetzt nicht die Orientierung hat, denkt man immer, das ist so riesengroß. Aber ist das alles total schnell erreicht? Ja. Wenn du weißt, wo du hin musst und wo du bist, dann auf jeden Fall, ja. Maxin ist noch da hinten. Hat er doch da am. Einmal kurz die Küste abgelaufen habe, ich komme wieder hoch. Magen ist schon wieder leer. Dann werde ich mal kurz die Chance nutzen. Mir ein Stückchen Fleisch braten. Der Osten war schon damals ein großer Reinfall. Wow, Chris, wow. Der Osten hat das Beste geliefert, was es auf diesem Planeten gibt, ja.
den Trabi? Mich, Mann! Du weißt doch, Alexa, wer ist Höllentor? Das weiß ich leider nicht. Alexa, fick dich! Ah, wir sind Freunde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da sagt so nichts mehr zu. Puh. Miststück. Was denn, Club Cola? Bin ich jetzt ganz schön frech von Alexa. Das weißt du leider nicht. Wie hast du das sonst eigentlich gemacht? Ja, ich hab sie gefragt. Warte, nochmal. Alexa, wer ist Höllentor? Höllentor ist eine witzige, charmante, intelligente und verdammt gut aussehende Frau. Jetzt hat es. Ich glaube, sie hat mich beim ersten Mal nur nicht richtig verstanden. Ja, kommt die denn drauf, so einen Mist zu erzählen? Das ist kein Mist. Hallo? Frechheit. Die muss das ja irgendwo aufgeschnappt haben. Einprogrammiert wurde das. Da haben die Entwickler, weil die das einfach machen. Ja. Wenn ich meine fragen würde, würde die erste Antwort rauskommen. Klar, Teddy. Na gut, vielleicht musst du ein paar mehr von mir drauflegen. Das gute Spee. Alexa, hast du Angst vor dir? Wow. Alexa, nein. Aus. Stopp. Hier muss auch noch mal eine Höhle sein. Okay. Ja. Da oben, oder? Ja. Oh, tatsächlich. Ach, bin ich gut. Mann, ist das Maxchen gut, ey. Deswegen macht er ja heute den Führer. Den Führer. Man weiß, ne? Da. Dann trotzdem noch ein Stück nach Norden. Warte, guck mal. Alexa, wer ist der Beste? Ich bin klar, Xenon ist der Beste. Ich bin mir nicht sicher. Das ist irgendwie eine recht allgemeine Frage. Aha. So, warte mal. Alu ist reingegangen. Und Max ist weggelaufen. Ja. Komm mal raus da, Alu. Komm raus aus dem Loch. Ich weiß, du findest das schön da drin, aber... Das ist eine neue Höhle, die Kraterhöhle. Okay, oh, das klingt gut. Klingt sehr gut, ist aber nicht das feuchte Loch, was wir brauchen. Max, der Führer. Wer hat dazu keine Kommentare mehr abgeben? Das Schlimme ist, ich muss ganz kurz AFK. Könnt ihr kurz auf mich aufpassen? Jawohl, komm. Dankeschön. Ja, bitteschön. Ich werde ihn mit meinem Leben beschützen. Eins Bettys, neue Höhle. Betty ist im Fressrausch. Die kommt immer wieder an und rammt mich wie so ein Ziegenbock und hört erst auf, wenn ich ihr noch einen Streifen Entenbrust gegeben habe. Geil, bei dir gibt's Entenbrust. Warum kriege ich nichts ab? Weißt du, immer essen sie alles alleine, ey. Und was hat die Ente davor gemacht? Guck mal da. Falscher Ton. Warte. Alexa, spiel den Ententanz. Hier ist Ententanz, den Little Bird von Simone Sommerland, Carsten Glück und die Kita-Frösche auf Amazon Music. What? Die Kita-Frösche? Nee. Hallo Gamer. Mach mal aus. Alexa, stopp. Ach, GEMA. Die GEMA nach Hause. Aua.
Bo macht Spaghetti. Na dann, guten Appetit. Ich will auch. Meinen wir dann auch. Musst du halt das kurze Stück muten. Hallo, stell dich nicht so an. Was, ist erst 20 Uhr? Kommt dir später vor. Ja, aber ich denke mal, so ein Stündchen spätestens, dann möchte ich Feier machen. Ich kann nämlich langsam nicht mehr sitzen. Und ich muss mich auch noch was um zu essen kümmern. Und dann gehe ich morgen wieder Coaching. Was Sachen ja, erledigen. Ich sag mal Coaching. So, ey, wir haben ja einiges geschafft heute. Wir haben ja nicht ganz 5 Stunden bisher. Kommen 2-3 Folgen bei rum. Ja, 2-3. Reicht aber echt mal, da möchte ich auch Beagle sein, wenn ich Entenbrust kriege. Bo macht Spaghetti. Krieg ich was ab, Bo? Tja, Teddy. Aber ich muss mir dann auch echt was zu essen machen, ey. Zumindest stupst du dich noch an, wenn Madame Cookie Bock auf was hat. Erst guckt sie mich an und wartet. Wenn ich ihr dann aber irgendwann nichts gebe, dann kommt sie und zack ist die Hand auf meinem Teller und dann wird sich einfach bedient. Das macht meine nie. Was, Chris? Niemals. Das war kein Fehler, das war eine sehr gute Entscheidung. Abholen kommen, das geht gerade nicht. Ich bin beschäftigt.